da. Verdammt. Was ist? Ignis, könnt ihr den Zug anhalten? Prompto ist runtergefallen. Wegen Aden. Nee, mir. Weiß nicht wo. War bewusstlos. Verstanden, Noct. Aber beruhige dich erstmal. Anhalten wäre zu gefährlich. Noch sind wir nicht sicher. Und wir haben Zivilisten an Bord. Aber... Tenebrae ist nicht mehr weit. Dort können wir den Zug evakuieren. Und Prompto? Um den kümmern wir uns danach. Hoffen wir, dass Aden ihn nicht erwischt hat. Wenn wir Glück haben, meldet er sich vielleicht. Hab bitte etwas Geduld. Kannst du zu uns kommen? Gladio ist auch hier. Klar. Geht's euch gut? Ja. Okay, dann... muss jetzt Schluss machen. Habe Gesellschaft. Nicht auch das noch. Sag mal, was ist eigentlich mit deinen Augen? Ein bedauerlicher Unfall. Erblindet? Ja. So gut wie. War wohl ein harter Kampf, was? Tut mir leid. Sag mal, ihr wart doch zu viert, oder? Ja, allerdings. Es gab da einen kleinen Zwischenfall. Ist er tot? Wissen wir nicht. Dann guck nicht so trüb aus der Wäsche. Kopf hoch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Habt ihr Tenebrae angegriffen? Nein, das war das Imperium mit seinen Siechern. Dein Auftraggeber also? Bis gestern, ja. Ich und meine Jungs, wir sind zum Katastrophenschutz gewechselt. Allesamt.
Du hattest gesagt, dass ihr hier Hilfe leistet. Wir hätten da eine Bitte. Und zwar? So wie die Dinge stehen, können wir die Zivilisten nicht länger mitreisen lassen. Wer weiß, was uns noch bevorsteht. Verstehe. Lasst sie hier, ich passe auf sie auf. Aber wer fährt dann den Zug? Guter Einwand. Ja, kennst du jemanden? Allerdings. Zwei alte Bekannte. Hier, eure Zugführer. Biggs und Wedge. Die Jungs sind hart im Nehmen, also keine Angst. Ah, lange nicht gesehen. Und, was liegt an? Eine heitere Zugfahrt nach Gralea. Ach. Na, wen soll ich denn sonst bitten? Hast ja recht. Okidoki. Danke. Ohne euch wären wir aufgeschmissen. Nicht der Rede wert. Danke, dass ihr uns fahrt. Danke. Wir warten am Zug auf euch. Sagt Bescheid, wenn ihr so weit seid. Als der König wird es nun die ganze Welt nach den Trümmern. Das muss ein Albtraum sein, wirklich. Das ist das Ende der Welt. Wie schrecklich. Wir sind dabei, die beschädigten Waggons auszutauschen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr weiterfahren wollt, okay? Wenn ihr euch ausruhen wollt, nehmt den Speisewagen. Bereit zur Weiterfahrt? Dann hüpft an Bord. Keine. Takao, sehr geehrte Fahrgäste. Wir hoffen, Sie genießen den Rest der Fahrt bis zu unserer Endstation in Gralea. Wir melden uns, wenn es was gibt. Draußen schneit es. Hier drin ist es auch kalt, was? Muss am Grab der Eisgöttin liegen. Tot nützt sie uns herzlich wenig. Hauptsache, wir kommen heil dran vorbei. Und heil aus der Höhle des Löwen. Jetzt nur noch die Schlucht, dann sind wir da. Weit, weit von zu Hause weg. Deprimierend, diese ständige Finsternis. Sogar jetzt ist es dunkel. Scheint nicht mehr viel vom Tage übrig zu sein. Die Welt steht Kopf.
Immer noch nichts Neues von Pronto. Hoffentlich geht's ihm gut. Wir stehen ja schon wieder. Sorry, Jungs. Oh. Was gibt's? Sind stehen geblieben. Keine Ahnung warum. Was auf den Schienen? Wir sehen uns das an. In Ordnung. Hoffentlich ist's mit Schneeschippen getan. Hoffentlich. In Bewegung bleiben. Lebt Shiva vielleicht noch? Ich glaube, ich kann sie sehen. Was ein Jammer. Ist doch tot. Mann, ist das kalt. Frag mich mal. Beenden wir es schnell. Halt's den ein. Das war keine Absicht. Aus meinen Augen! Kommt, gehen wir weiter. Thank you.
Scheiße! Huh?